Das Würfelspiel Feueralarm löscht den Brand gemeinsam ist ein Spiel, bei dem alle Kinder zusammenarbeiten müssen, um das Feuer zu löschen. Bevor gespielt werden kann, muss das Spielfeld zusammengepuzzelt und das brennende Haus aufgebaut werden. Die Rolle im Feuerwehrauto zeigt die gleichen Farben wie der Farbwürfel. Sobald die Feuerwehr im Depot steht, geht der Notruf ein. Der erste Spieler würfelt und darf das Feuerwehrauto so weit vorschieben, bis die gewürfelte Farbe angezeigt wird. Stück für Stück kämpft sich die Feuerwehr voran. Würfelt ein Spieler das rote Feld mit Flammen, muss ein Feuerstein in ein Fenster gesetzt werden. Das Feuer breitet sich aus. Die Feuerwehr hat es fast bis zum brennenden Haus geschafft. Gut gemacht! Die Feuerwehr kommt rechtzeitig und löscht das Feuer. Wurden alle 6 Feuersteine in die Fensteröffnung gesetzt, ist das Spiel vorbei. Leider ist das Gebäude abgebrannt und alle Spieler verlieren gemeinsam. Weitere Lern- und Spielideen finden Sie bei uns im Wiemann Lehrmittel Online-Shop.